Na gut, mich beeindruckst du schon damit. Oh, da geht's tief runter. Da sind auch ein paar Hunde. So, du bist auch tot. Oh, ein paar viele Hunde. Ring der Resistenz plus 1. Der Resistors. Zerstreuungsring. Ja, Ring der Resistenz plus 1. Gift, Blutung, Fluch und Verständigungsresistenz wird auf einmal angehoben. Hi. Hi. So, das waren die Wuffs hier. Du bist keine Mimik. Du bist die einzige Holztruhe, die wir bis jetzt hier gefunden haben. So, da ich es mir leisten kann, wird ein Schluck getrunken. Da ist ein Hund und ich glaube, hinter dem Ding ist auch noch ein Hund. Ja. Gut. Die Hunde sind garstig. Aber sind nicht mal annähernd so garstig wie die Gremlins. Übrigens müsste hier auch irgendwo der... Ja, da oben. Erinnert ihr euch noch an die Leiche, die an dem Gittertor hing? Das ist da oben. Kann ich es mal ein bisschen besser zeigen? Genau da. Also ja, ist immer cool zu sehen, wenn man an Orte kommt, die man vorher schon gesehen hat, die unerreichbar schienen. Vorsicht vor Finstergeist, ja, allerdings. Deswegen geht es jetzt erstmal nach oben. Abkürzung aufmachen. So, wir sind nämlich jetzt wieder hier. Und ja, ich denke mal, bevor wir das mit dem Finstergeist und allem da unten machen, machen wir kurz einen kleinen Umweg und holen uns noch ein paar andere Sachen erst einmal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, die Zeit nehme ich mir jetzt heraus. Wir sind ja eh fast wieder durch mit einem Gebiet. Von daher. Kann ich mal schnell zurückgehen? Weil wir haben ja noch unsere unsichtbare Leiter. Mehr oder weniger. So, der Ort ist egal. Wir müssen nur den Lancer loswerden. Oh, keine Ausdauer mehr. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Boah, das war jetzt arschknapp. Ich dachte nämlich gerade schon, er schleudert uns runter. Was er zum Glück nicht getan hat.
Du willst nicht. Auch gut. So, hier lang. So, dich kann ich backstabben. Was gut ist, da bist du nämlich instant weg. Dich backstabben, das ist das Gute. Mit dem Speer kann man gut backstabben. Oh, hi. Ach du meine Güte. Oh, nö, nö, nö. Weg mit dir. Wie konntest du überleben? So. Irgendwann muss das doch mal gut sein. So, die Leiter, die war letztes Mal unsichtbar und ich habe mich trotzdem aus Versehen dran gehangen. Die führt mich nach hier oben. So. Hier oben ist zwar nicht sonderlich viel. Splitternder Blitzspeer, ja. Neuer Zauber. Und ein paar Hunde. Seele eines verlorenen Untoten. Oh, Ausdauer ist weg. Nicht so gut. Und wir können hier wieder raus. Und können nach da unten. Wo vorhin der Gegner hergekommen ist. Da haben wir nämlich das hier auch erledigt. Jo, der Einwegweg. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Ich werde kurz den Umweg zum Leuchtfeuer in Kauf nehmen. Um mich mal schnell hochzuheilen. Achso, ja. Hochzuheilen, Waffe reparieren. Damit wir uns mit dem Finstergeist anlegen können. Und das Gebiet müssen wir dann eben auf die nächste Aufnahmesession verschieben. Das hat halt jetzt wieder ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. All das hinzukriegen. Aber wir haben es wenigstens hingekriegt. So, Aufzug bitte nach oben. Der braucht zum Glück nicht lange, um hochzukommen. So.
Ja, Invasion, verstoßene Hexe, Donner. Oh. Au. Ja, das war die Fehlkalkulation. Da hinten ist nämlich noch ein Gegner. Den ich nicht so gerne im Kampfnähe habe. Das geht recht einfach, wenn man es weiß. Und sie keinen Bock mehr drauf hat. Okay. Jo, ein Menschenbild. Es ist echt gut, wenn man sich nicht mit den blöden Stachelgremlins oder Stachelhasen oder was auch immer sie darstellen sollen, rumschlagen muss. So, sondern nur einfach ein paar von diesen Lanzengolems hat. Ja, da drüben ist übrigens immer noch die Brücke, ganz nett. Wo wir uns da überall rumgekämpft haben. Da haben wir uns schon rumgekämpft, da haben wir uns rumgekämpft, ja. Hallo. Ein Ritter aus Ilium Lois sucht das Chaos. Jo. Ritter Nummer 2 geschafft. Fehlt nur noch Ritter Nummer 3. Und Ritter Nummer 3 war, glaube ich, irgendwo ziemlich weit oben. Der war sogar nicht mal in so einem Turm, sondern in etwas innerhalb. Weil wenn man genau hinguckt, da hinten ist so ein Turm und hier ist so ein Turm. Mit solchen Spitzen. Und der letzte ist irgendwo da oben gewesen, glaube ich. Ja, also wir müssen nochmal den letzten Abschnitt machen. Da sind wir eigentlich durch mit Ilium Lois. Dann fehlt nur noch der Endboss und das Koop-Gebiet von diesem DLC. Aber das werden wir auch noch alles hinkriegen. Ich habe es ja schon mal hingekriegt. Die Koop-Gebiete sind halt sehr nervenaufreibend. Wie auch die Kämpfe gegen Phantome. Teilweise. So, zurück nach Majula. Dort schnell mal unsere Gegenstände aussortieren und aufleveln und dann gibt es einen Cut. So, Gegenstandskiste. Wir haben ziemlich viele Elisabeth-Pilze hier jetzt gefunden. Speziell behandelter getrockneter Pilz erzeugt beim Essen ein Gefühl der Euphorie und stellt eine hohe Menge TP her. Nach und nach wieder her. Die heilige Elisabeth widmete ihr Leben den Hilfsbedürftigen und fertigte Medizin und Tränke für sie. Ihre Schönheit entsprach angeblich ihrer Tugend, doch wer weiß, ob das stimmt. Ja, in Dark Souls 1 ist Elisabeth ein Pilz. So, das kann alles da bleiben, wo es ist. Sie können auch da bleiben, wo sie sind. Die können mal weg. Alles andere ist okay. Hier ist auch alles okay. Die Klerikerglocke kann weg, der Hut kann weg, die Katharina-Rüstung. Hier muss nichts weg. Splitternder Speer, 50 Wille. Mhm. Ja, Pfeile sollte ich mal bei Gelegenheit kaufen und Reparaturpulver. So, noch ein Punkt in Geschicklichkeit. Und dann sollten wir mal als nächstes unsere Ausdauer boosten. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also, bis zum nächsten Mal.